Hallo und herzlich willkommen bei Union Air. Wir sind die Hochschule Wismar und Sie sind hier an der richtigen Stelle. Und bei Union Air stellen wir unsere Bachelorstudiengänge vor und vielleicht auch das eine oder andere spannende Extra. Heute stellen wir den Bachelorstudiengang Angewandte Informatik, Multimediatechnik ins Rampenlicht. Und bei mir zu Gast ist Professor Dr. Herbert Litschke, seines Zeichens Studiengangsleiter. Und Professor Litschke, du kannst mir auch gleich mal sagen, mir und den Zuschauern, was angewandte Informatik, was kann man sich darunter vorstellen? Naja, zum einen ist es ein Informatikstudiengang. Man lernt Programmieren, man lernt Betriebssysteme, man lernt systemnahe Programmierung, Netzwerksicherheit, aber immer bei uns im Hinblick auf Anwendungen und zwar mit dem Untertitel Multimediatechnik. Okay. Ein Multimedia-Gerät hat ja auch jeder von uns quasi in der Hosentasche. Also eins habe ich auch. Ja, ein bisschen älter meinst du schon. Ja. Das Ding kann Bilder aufnehmen, es kann Video, es kann Audio, es kann Sprache erkennen, Sprache ausgeben und sogar biometrische Funktionen wie Fingerabdruck erkennen oder Gesichtserkennung für Sicherheitsaspekte und Bildschirm entsperren. Also während alle anderen sozusagen die Anwendung benutzen, sorgen die Studenten und die Absolventen dafür, dass solche Anwendungen überhaupt erstmal bereitgestellt werden können. Genau. Das sind Aspekte, die bei uns im Studiengang auch vorkommen, also Bildverarbeitung, Audioverarbeitung, Videoverarbeitung, Biometrie, aber eben auch solche Dinge wie Netzwerksicherheit, das heißt, jeder hat Angst vor Hackern, das auch zu Recht. Bei uns lernt man ein bisschen hacken, aber vor allem eben, wie man sich vor sicherheitsrelevanten Angriffen schützt. Gut, also Hacken, Scheren kenne ich, Hacken selber nicht so, aber wenn es dafür dann natürlich auch Spezialisten gibt, ist das sehr gut. Aber ich glaube, Hacker ist nicht das Berufsbild, was mit dem Studiengang einhergeht oder mit den typischen Tätigkeitsfeldern, die die Absolventen des Studiengangs so einnehmen werden. Welche sind das? Zumindest nicht das gewollte Berufsbild. Wenn ich mal so überlege, wo unsere Absolventen so gelandet sind. Es gibt hier in Wismar zum Beispiel recht erfolgreiche Webdesign-Firmen. Wir haben Absolventen in Medizintechnik-Firmen in Berlin, in Hamburg, in Lübeck. Wir hatten auch schon mal einen Absolventen bei Google oder auch in der Fahrzeugindustrie. Also das ist ja durchaus recht divers aufgestellt. Also man hat dann auch die Möglichkeit, in der Region eine Arbeit zu bekommen oder einen Job zu finden oder auch überregional. Also das ist doch eine recht große Auswahl. Sogar Existenzgründung, also Gründung eigener Firmen, wurde auch schon mal erfolgreich von der Hochschule auch mit unterstützt. Ja, sehr gut. Also im Prinzip lässt sich das natürlich sehr, sehr klar darstellen. Deswegen gibt es ja noch irgendwas Spezielles, irgendwas, ich will nicht sagen leicht diffuses, aber irgendwie so irgendein Extra, irgendwie eine kleine Sonderstory, die wir da zu dem Studiengang nochmal auspacken können. Naja, es ist ja sogar auch so, dass wir Dozenten täglich dazulernen und durch Dinge, die ich an... Das ist sehr löblich übrigens. Sehr ja, löblich, vielen Dank. Ja. Wir geben uns Mühe. Und durch Dinge, die ich mir selbst dann eben auch teilweise von Studenten beibringen lassen habe, lebt überhaupt zu Hause meine Heizungssteuerung noch, weil ich da eine zusätzliche Mikroprozessorschaltung eingebaut und programmiert habe. Also war das jetzt quasi so ein studentisches Projekt, weil Sie sich bei den Studenten mal darüber informiert haben oder haben Sie das im Selbststudium für sich? Sowohl als auch. Also es ergab sich in Zusammenarbeit und dann habe ich mir gedacht, das könnte ich auch zu Hause gebrauchen. Ja, im Prinzip kann man ja sagen, der Studiengang, das zu studieren, das lohnt sich sowohl für den beruflichen Weg als auch für den Weg nach Hause, zu Hause. Und deswegen, ja, wenn es noch irgendwie Fragen gibt, du kannst auf jeden Fall ständig angesprochen werden, bist der Studiengangsleiter. Genau. Dafür ist sehr zu empfehlen, Professor Litschke auch wirklich dann anzusprechen. Und damit möchten wir heute auch schon Schluss machen, denn die kürzesten Beiträge sind die wertvollsten Beiträge. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Union Air und dann mit einem anderen Studiengang. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen und danke.